Frau Jast, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie was Falsches sagen. Sie heißen Ines Jast, 31 Jahre alt, Sie wohnen in München, sind ledig, Chemielaborantin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Sie wissen aber, dass ihm vorgeworfen wird, am 11. März 2010 seine Ex-Frau erwürgt zu haben. Unglaublich, was passiert ist. Ich war mit Maike von Anfang an befreundet, seit ich klein war. Ich bin mit ihr in der gleichen Nachbarschaft aufgewachsen. Pia kenne ich ja auch. Und über die Arbeit habe ich dann Tobias kennengelernt. Heißt es, das Ehepaar Steiger-Lohmann hat sich durch Sie kennengelernt? Ja. Ich dachte mir gleich, dass die beiden perfekt zueinander passen. Und ich hatte ja auch recht, die beiden haben geheiratet. Mhm. Ja, ich weiß schon, sie haben sich dann auch wieder scheiden lassen, aber das verstehe ich bis heute noch nicht. Er hat meine Schwester geschlagen. Sie hat Angst vor ihm gehabt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss ja auch einen Grund geben, warum Maike das nie zur Anzeige gebracht hat. Außerdem, es gehören immer zwei dazu, um eine solche Situation zu schaffen. Was soll das denn bitte heißen? Ein, der schlägt und ein, der sich schlagen lässt. Das darf man nicht vergessen. Also jetzt Moment mal. Sie haben doch insoweit recht, dass die Frau Lohmann nie häusliche Gewalt zur Anzeige gebracht hat und dass es eigentlich auch keinen Nachweis gibt, dass solche häusliche Gewalt tatsächlich stattgefunden hat. Aber so wie Sie das sagen, möchte ich es hier bitte nicht hören. Also so wie Sie mit Ihrer Argumentation das weiterspinnen, heißt es ja in letzter Konsequenz, dass Sie den Opfern, ob das jetzt Frauen, Kinder oder auch Männer sind, letzten Endes die Mitschuld an häuslicher Gewalt geben. Vielleicht kenne ich mich ja zu wenig aus, aber mir ist sowas noch nie passiert. Dann seien Sie doch froh darüber und erlauben sich bitte auch kein Urteil über andere Menschen. Kommen wir doch jetzt zu dem 11. März 2010. Wissen Sie, warum der Angeklagte da seine Ex-Frau, die Frau Lohmann, aufgesucht hat? Weil er wollte, dass sie ihm bei der Sache mit seinem Vater hilft. Ja, das wusste ich. Und ganz offen und ehrlich gesagt, ich kann diese Bitte voll und ganz nachvollziehen. Ich weiß, dass Tobias' Vater oft streng mit ihm war und ihm oft genug das Gefühl gegeben hat, nicht Manns genug zu sein. Und als dann auch noch die Ehe kaputt ging. Wie gesagt, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, warum Maike ihm diesen Gefallen nicht getan hat. Ich glaube, du verstehst überhaupt nichts. Aber vielleicht machst du mal deine Augen auf und siehst dir deinen feinen Freund mal genauer an. Jetzt haben Sie denn mit dem Angeklagten oder seiner Ex-Frau an dem Tag geredet? Ja, doch. Tobias hat mich angerufen, nachdem er von Maike wieder zu Hause war, um mir zu sagen, dass sie Nein gesagt hat. Das war so kurz vor zwei. Und wie hat er denn am Telefon so geklungen? Ach, enttäuscht. Nicht allzu überrascht, aber enttäuscht. Sagen Sie mal, Sie sagen, er sei von Maike Lohmann gekommen. Ja? Ja. Wie haben Sie denn diese Feststellung getroffen? Haben Sie irgendwas im Hintergrund gehört, was darauf schließen lässt oder sonst was? Sie meinen das Autos oder Vögel? Zum Beispiel, irgendetwas. Ja, können Sie sagen, aufgrund des Hintergrunds, wo er war? Nein, ich kann mich jetzt an nichts erinnern, an irgendwelche Geräusche. Aber er hat gesagt, er ist unterwegs, also wird das wohl auch gewesen sein. Also der Anruf bei Ihnen, Frau Jast, ist aus genau derselben Funkzelle gekommen, in dem sich auch die Wohnung von Frau Lohmann befindet. Das bedeutet also, der Angeklagte hat Sie angelogen, als er Ihnen gesagt hat, er befände sich auf dem Nachhauseweg. In Wirklichkeit war er am Tatort, in der Wohnung. Das glaube ich nicht. Außerdem, diese Zellen sind doch riesig. Lassen wir das doch mal. Waren Sie denn eigentlich mit Maike Lohmann nach wie vor befreundet? Also Sie scheinen ja wohl sehr unterschiedlicher Meinung über ihn gewesen zu sein. Ja, aber wir wollten nicht, dass das unsere Freundschaft kaputt macht. Die war uns ja viel zu wichtig. Es war schwer danach, ja sicher, aber irgendwie ging es schon. Außerdem dachte ich mir, dass Maike nur ein bisschen Zeit für sich selbst braucht. Der Tobias ist ein guter Mann. Er braucht aber einfach nur eine Frau an seiner Seite, die ihn versteht. Wie kann man denn nur so sein? Der Mann ist ein Frauenschläger. Er ist ein Mörder. Was sein Vater mit ihm gemacht hat, das muss man doch auch einmal bedenken. Der hat ihn sein Leben lang schikaniert und wie der ihn behandelt hat, das traumatisiert doch einen irgendwann. Aber eine verständnisvolle Frau zum Beispiel könnte dieses Trauma durchaus heilen, oder? Ja, ich denke schon. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie diese Frau wären? Was? Nein. Tobias und ich sind nur gute Freunde. Ganz anderes Thema. Kennen Sie denn den Herrn Wall, der hat ja da hinten sitzt? Ja, doch. Ja, den kenne ich. Aber wir haben uns nie richtig miteinander unterhalten. Wie müssen wir uns dann Ihre Bekanntschaft so vorstellen? Na ja, letzten Sommer oder Herbst war ich bei Maike zu Besuch und da tauchte er auch auf. Er wollte Maike dazu überreden, mit ihm das Wochenende zu verbringen. Er hätte da ein Hotel herausgesucht und er dachte, dass Maike das gefallen würde. Also sie müsste nur noch kurz die Tochter bei der Schwester abgeben und dann könnten sie sofort losfahren. Und haben die beiden dann das Wochenende gemeinsam verbracht? Nein.
Maike konnte sich auch gar nicht vorstellen, wie er auf die Idee gekommen ist, dass sie an sowas Interesse hätte. Also mit ihm jetzt. Und das hat sie ihm auch gesagt. Sie meinte, nein, ich habe dir doch gesagt, ich will keine Beziehung, das geht so nicht. Sowas oder in der Art. Mhm. Und wie hat der Herr Walder darauf reagiert? Begeistert war er nicht gerade. Und er war fast etwas zu motiviert bei der Geschichte, sie weiterhin zu überreden. Aber Maike hat ihn dann irgendwann abgewimmelt. Herr Wall, wissen Sie, was mir so gerade durch den Kopf geht? Dass meine Theorie von vorhin gar nicht so daneben ist, hm? Nein, ganz sicher nicht. Ich war nicht in Sie verliebt gewesen. Jedenfalls nicht mehr. Gibt es im Moment Fragen noch an die Frau Jast? Keine. Frau Jast, herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Dann haben wir noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der ist ohne Eintrag. Noch irgendwelche Anträge oder Erklärungen? Keine. Keine. Gut, dann schließen wir die Beweise. Moment mal, war es das jetzt hier alles etwa? Ja gut, wir haben keine weiteren Zeugen, keine weiteren Beweismittel, keine Anträge offensichtlich, von daher wird's. Ja, aber es muss doch irgendjemand was gesehen oder gehört haben. Ja, also Frau Mustafa, es wurden alle Hausbewohner befragt. Und die wenigen Menschen, die im Haus waren, die haben ausgesagt, dass sie nichts mitbekommen haben. Damit sind die Ermittlungen am Ende. Gut, okay. Okay, wie gut. Sie meinen. Herr Staatsanwalt, dann Ihr Plädoyer bitte. Wo ist Schwurgericht? Entschuldigung. Da ist noch etwas. Sind Sie ganz, ganz sicher, dass niemand etwas gehört haben soll? Entschuldigung, ich bin absolut sicher. Das hat er gerade schon klar gemacht, oder? Ja, aber nicht einmal der Mann, der bei uns wohnt. Ich meine, der ist wirklich immer daheim. Sie meinen also den Herrn Roman Alt, ja? Ja, genau. Ja, der hat zur Tatzeit ferngesehen und hat überhaupt nichts mitbekommen. Aber das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Dieser Mann hat das Treppenhaus wirklich voll im Auge. Herr Staatsanwalt, vielleicht sollten Sie sich gerade noch mal einen Moment hinsetzen. Wir treten noch mal in die Beweisaufnahme ein. Setzen Sie sich doch mal ein. Wie meinen Sie denn das? Weiterhin, Sie müssen die Wahrheit sagen hier. Ja, verstehen Sie doch. Der Herr Alt, der belauert immer seine Stocknachbarin, die Frau Kindler. Und der will sie unbedingt loswerden. Und dann macht er immer irgendwas vor ihrer Tür. Was meinen Sie denn damit? Ja, der randaliert immer so. Der will sie, wie gesagt, irgendwie loswerden. Und jedes Mal, wenn sie das Haus verlässt, dann... Ja, verhält er sich eben so. Ja, und wie kommt das? Die Frau Kindler, die hat einen kleinen, süßen Hund. Ne? Der ist aber auch schon total alt. Das ist dem Herrn Alt aber total egal. Der hasst diesen Hund und hat sogar schon mal bei der Hausverwaltung angerufen, um sich dort zu beschweren. Aber die haben gesagt, dass sie nichts gegen diesen Hund machen können, weil er, naja, er bellt halt nicht und stellt auch keine Störung der, der Gemeinschaft dann, der Hausgemeinschaft irgendwie da. Und dementsprechend, wie gesagt, können Sie nichts dagegen machen. Ich meine, der hat ja auch nicht mal mehr Zähne im Mund. Und bellen tut er auch schon lange nicht mehr. Aber das ist ihm total egal. Und ja, deswegen verhält er sich dann immer so und randaliert dann, sobald sie das Haus verlässt. Ja, was macht er denn da genau? Also, einmal hat er ihre Fußmatte total zerschnitten. Ein anderes Mal hat er den kompletten Biomüll genommen und ihn vor ihre Haustür gekippt. Oder er nimmt sich die Post aus ihrem Briefkasten und zerschnibbelt die einfach. Und wieso unternimmt die Frau da nichts? Naja, das würde sie ja gerne. Aber sie erwischt ihn ja nie. Darauf achtet er nämlich schon ganz genau. Und deswegen sage ich Ihnen, hat er das Treppenhaus immer voll im Auge. Was allerdings durchaus hieße, dass er vielleicht doch was mitbekommen haben könnte, oder? Dieser Herr Alt. Wieso haben Sie davon vorher nichts gesagt? Naja, ich wusste das ja alles gar nicht, als es passiert ist. Und ich wohne ja auch noch nicht so lange dort. Jetzt schaue ich gerade mal nach. Eine Sekunde, gerade mal. Also, laut polizeilicher Aussage hat diese Veronika Kindler das Haus am Tattag um 13.40 Uhr verlassen. Zeitlich wird das ja hinkommen. Ich denke, wir sollten diesen Herrn Alt tatsächlich vernehmen hier. Aber ich sage es Ihnen, der ist nicht ganz richtig im Kopf. Sie müssen echt wirklich beharrlich mit ihm umgehen. Der ist nämlich total stur, geht weder ans Telefon, noch macht er die Tür auf. Ja gut, dann glaube ich, können wir uns den Anruf bei ihm auch sparen. Wenn das so ist, dann werde ich das gleich anders machen. Dann werde ich ihm einfach zwei Beamte ins Haus schicken, die ihm direkt die Ladung in die Hand drücken und ihn dann auch gleich zur Vernehmung hier mitbringen. Ja. Gut. Ja, noch Fragen hier an die Frau Mustafa. Mustafa, danke, da bleiben Sie unvereidigt. Dann ergeht folgender Beschluss. Erstens, der Zeuge Roman Alt ist als Zeuge zu laden. Zweitens, die Ladung ist dem Zeugen durch zwei Polizeibeamte persönlich zu überbringen. Drittens, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Viertens, Fortsetzung in 3 Stunden.
Herr Alt, hier ist die Polizei. Machen Sie bitte auf. Wir haben eine Zeugenladung vom Gericht für Sie. Komm heute Morgen nochmal. Kommen Sie mal her. Was denn? Kommen Sie mal rein. Ist denn los? Ja, kommen Sie mal zu mir. So, jetzt. Der Alt ist bestimmt zu Hause. Ich habe ihn vorhin auf dem Gang gesehen. Er macht jetzt wahrscheinlich nur nicht auf, weil er so verbockt und schwierig ist. Was wollten Sie ihn dann fragen? Es geht nur um Ihre Zeugenladung. Ah, es geht um die arme Frau Lohmann, oder? Vielleicht kann ich Ihnen da helfen. Warten Sie hier. Ich locke ihn aus der Wohnung. Okay. Komm, Benny. Na, Alt, doch zu Hause. Dann können uns wir jetzt vielleicht noch mal um den Tag unterhalten, an dem Maike Lohmann verstorben ist. Sie kommen mit uns mit, jetzt. Los. Los. Wir setzen unterbrochene Hauptverhandlung gegen Tobias Steiger wegen Totschlags fort. Herr Alt, Sie müssen als Zeuge hier die Wahrheit sagen. Allerdings belehre ich Sie 55 StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Roman Alt, sind 43 Jahre alt, Sie wohnen in München, geschieden, Frührentner und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Gottes Willen. Aber ich sag nichts. Ich sag überhaupt nichts. Das werden wir ja sehen. Erstmal, worum es überhaupt geht. Es geht um den Tod Ihrer Nachbarin, der Frau Lohmann. Und eine Frage habe ich an Sie. Dazu können Sie natürlich was sagen. Waren Sie am 11. März 2010 zu Hause, so zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr? Ja, aber ich habe es mitbekommen. Da habe ich nichts gemacht an dem Tag, Mensch. Und warum nicht? Ja, was, wie? Ja, warum haben Sie ausgerechnet an dem Tag nichts gemacht? Ist denn da irgendwas dazwischen gekommen? Ja, kann schon und sein. Und was? Vielleicht war da was, ja. Nichts mit dem Mord oder so, da habe ich nichts gesehen. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber vielleicht haben Sie irgendwas, ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ja, da war ein Mann, so ein Mann im Stiegenhaus bei uns. Was für ein Mann war denn das? Ja, weiß ich nicht, ich habe den nicht von vorn gesehen. Haben Sie ihn gesehen, als er die Treppe hinaufgegangen ist oder als er runtergekommen ist? Ja, der ist gegangen, also raus. Und wie spät war es da? Na, ich glaube so 10 nach 2. Können Sie sich an die Kleidung des Mannes erinnern? Ja, der hatte doch eine Jacke an, so eine blaue, mit so Streifen auf dem Rücken. Die Dinger, die leuchten. Also Reflektorstreifen? So ja, genau. Frau Mustaf, weiterhin müssen Sie euch die Wahrheit sagen. Können Sie sich noch erinnern, was der Angeklagte an dem Tag getragen hat für eine Kleidung? Nein, das weiß ich gar nicht mehr. So eine Jacke habe ich nicht. Moment mal. Ich glaube schon. Nein, ich bin mir sogar sicher, dass er so eine Jacke mal gehabt hat. So eine Sportjacke. Und er war mal joggen und da hatte er so eine Jacke an. Vielleicht gibt es ja noch jemand, der uns das bestätigen kann. Gibt es denn noch Fragen an Herrn Alt? Alt, nein. Sie bleiben unverhältig. Nehmen Sie gerade aber bitte auch hinten Platz. Herr Seelhoff, würden Sie gerade mal bitte schauen, ob nach der Unterbrechung der Herr Steiger, Harald Steiger, wiedergekommen ist? Moment. Und Herr Alt. Bitte, Herr Alt, bleiben Sie doch bitte gerade noch mal, man weiß ja nie. Ich kümmere mich gleich doch noch brauche. Ja? Ich werde Ihnen auch noch was sagen, wegen dieser Geschichte mit den Schwämmen und so weiter. Herr Steiger? Dann werden wir beide uns kommen bald Sie bitte wiedersehen. Noch mal eben rein. Setzen und für Sie diese Geste auch. Ja, Herr Steiger, kommen Sie mal bitte nach vorne. Herr Steiger, die Belehrungen von Ihrer Aussage vorhin, die gelten weiterhin. Also auch, dass Sie weder Ihren Sohn noch sich selbst belasten müssen und ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Meine Frage, hat Ihr Sohn jemals eine Sportjacke besessen? Ja, sicher. Ob er damit Sport getrieben hat, das weiß ich nicht. Ich hatte ihm auf jeden Fall einmal so eine Jacke geschenkt, zusammen mit ein paar Sportschuhen in der Hoffnung, er würde diesen Wink mit dem Zaunpfahl verstehen und endlich mal was für seine Haltung tun. Können Sie die Jacke noch beschreiben? Ja, blau. Blau mit schmalen Reflektorstreifen an den Ärmeln und auf dem Rücken. Ja, das habe ich doch gesagt. Ja, dann hat der Angeklagte wohl diese Jacke verschwinden lassen. Wahrscheinlich, weil sie im Rahmen des Kampfes mit seinem Opfer kaputt gegangen ist. Das glaube ich nicht. Frau Jast, das werden Sie noch einsehen müssen. Der Angeklagte hat uns alle belogen. Der Zeuge Alt hat ihn noch um 10 nach 2
im Haus gesehen. 10 Minuten vorher haben Sie mit ihm telefoniert. Das bedeutet also, zu diesem Zeitpunkt hat sich der Angeklagte am Tatort befunden und zu diesem Zeitpunkt hat sich Herr Wall nachweislich auf dem Weg zu seiner Arbeit befunden. Setz dich vernünftig hin und hör endlich auf zu heulen. Du bist doch kein kleines Mädchen. Wage es nicht! Wage es nicht, Junge! So, es reicht jetzt von Ihnen beiden. Herr Steiger, wollen Sie uns noch was sagen? Fragen noch an Herrn Steiger Senior. Danke. Dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hin Platz und verhalten sich still. Noch weitere Anträge oder Erklärungen? Kein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Schwurgericht, Herr Verteidiger, was hat uns der Angeklagte über sich erzählt? Manchmal bricht es so aus mir heraus. Und genau so war es am 11.03.2010, 14 Uhr, als er vor Maike Lohmann stand mit einem Blumenstrauß und sie überzeugen wollte, dass sie dieses Spiel mitmacht vor seinem Vater, dass die Ehe noch intakt sei. Und als Maike Lohmann dies nicht mitgemacht hat, da ist es wieder aus dem Angeklagten herausgebrochen. Und er hat sie gepackt, hat sie gewürgt, minutenlang gewürgt, bis sie schließlich verstorben ist. Das ist mindestens ein Totschlag. Deswegen ist der Angeklagte schuldig zu sprechen. Bei dem Strafrahmen bis zu 15 Jahren beantrage ich gegen den Angeklagten, eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren zu verhängen. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Lohmann, als Nebenklägerin können auch Sie noch was sagen. Auch Sie können Antrag stellen. Sie wollen nichts sagen. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, keinerlei Beweise liegen gegen meinen Mandanten vor. Keine Fingerabdrücke, nichts. Vielmehr haben wir eine Menge Belastungen auf einem anderen, auf einem Zeugen, dem Herrn Wall. Ich beantrage, meinen Mandanten freizusprechen. Danke. Danke, Herr Verteidiger. Herr Steiger, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich habe meine Maike doch geliebt. Finden Sie den wahren Mörder. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Tobias Steiger ist schuldig des Totschlags, § 212 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der notwendigen Auslagen der Nebenklägerin. Nehmen Sie bitte Platz. So geht noch der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 14. März 2010 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Wir wissen nicht genau, was der Auslöser war, ihre Ex-Frau zu erwürgen. Ich weiß jedenfalls, dass es zum Erwürgen eines unbedingten Vernichtungswillens und einer massiven Kraftanstrengung bedarf. Und Sie wollten Ihrem Vater eine heile Familie vorspielen und Ihre Ex-Frau wollte dabei nicht mitspielen, deswegen sitzt sie mit dem Blumenstrauß zu ihr. Und am Ende lag der Blumenstrauß am Boden und die Ex-Frau. Es mag der eine oder andere Hausbewohner ein bisschen dubios wirken, aber zusammen ergeben sie ein stimmiges Bild. Die Frau Mustaf, die hat sie zusammen mit ihrer Ex-Frau im Treppenhaus gesehen. Und da war die Stimmung schon ein bisschen seltsam. Der Herr Wall hat kurz vor 14 Uhr einen Streit aus der Wohnung ihrer Ex-Frau gehört. Und der Herr Alt hat sie gesehen, wie sie erst um 14.10 Uhr das Haus verlassen haben. Aber um 13.47 Uhr haben sie schon bei der Frau Jast angerufen und haben gesagt, es ist alles gut und ich bin auf dem Nachhauseweg. Da waren sie aber noch im Haus. Wieso haben sie denn da gelogen? Ja? Wir glauben, dass der Herr Wall mit all dem nichts zu tun hat. Immerhin hat er tatsächlich dort in der Wohnung angerufen. Und das macht er doch nur aus Sorge. Und nicht, wenn er dann sie umbringt oder schon umgebracht haben sollte. Er war dann ja auch, als sie noch im Haus waren, schon längst auf dem Weg zur Arbeit. Es mag für all dies andere Erklärungen geben, aber es gibt keine anderen Erklärungen für den Kratzer, den sie hatten. Und für ihre DNA-Spuren unter den Fingernägeln des Opfers. Und auch nicht wirklich für den Blumenstrauß am Boden. Wir sind überzeugt, dass sie ihre Ex-Frau getötet haben. Zu ihren Gunsten gehen wir hier von dem Totschlag aus. 12 Jahre halten wir für Tat und Schuld angemessen. Gegen das Urteil kann noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Herr Steiger, Sie haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass Sie Ihren Sohn für den Versager halten und sich für ihn schämen. Sie sollten sich wirklich schämen. Sie sollten sich fragen, ob Sie ihn nicht zu dem gemacht haben, der er nun ist. Zu demjenigen, der nicht mal dem eigenen Vater beichten konnte, dass seine Ehe gescheitert ist. Und der deswegen letzten Endes die Ex-Frau getötet hat. Wie soll ein Sohn das werden, was der Vater sich immer von ihm erhofft, wenn der Vater ihm genau das nicht zutraut? Vergessen Sie nie, ein Vater ist der Turm, zu dem jedes Kind aufsieht. Und selbst später, wenn das Kind mal einen gewissen Abstand gewinnt,
dann ist der Vater immer noch der Leuchtturm, an dem der Sohn sich orientiert. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Mhm.